Schönen guten Abend. Ja, wirklich Abend jetzt. Wir sind überglücklich und ich denke, über zwei Spiele auch hochverdient aufgestiegen. Wir haben uns das Leben einfach viel zu schwer gemacht. Ich denke, der Schlüssel war heute, dass wir nie zurückgesteckt haben, sondern immer nach vor verteidigt gepresst haben, immer wieder den Abschluss gesucht haben, uns nicht die Moral nehmen haben lösbar. Haben lassen, dass wir verzweifeln, ganz im Gegenteil, immer weiter gegangen. Ich habe gehört, wir hatten über 30 Torschüsse und eigentlich ist es nicht fassbar, dass es nach 90 Minuten nicht 6-2 oder 7-3 für uns gestanden ist. Auch schon das Geld, die Vorrunde geht, haben sie da begehrt, Messi dann gewohnt, ich war jetzt gerade auch, und ich war stark. Standard. Du hast sie da irgendwie auch ausgezahlt, doch der große Kader jetzt. Also, du hast von der Bank was kommen, das hat man eigentlich, glaube ich, zum ersten Mal von der Bankerschaft gesehen. Und trotzdem, andererseits, wenn man es vielleicht rennt, kann natürlich, das hat für die Hose gehen. Ich denke, die Chance in der 70. Minute, dann führst du die 92. Dann eine kleine Verlängerung an die Spanne. Also, es war einerseits deutlich, aber enger wieder. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Wie gesagt, wir haben uns das Leben mit der selbst schwer gemacht. Das begleitet uns jetzt schon die ganze Zeit in dieser Saison. Trotzdem bin ich als Trainer natürlich zuständig, dass wir überhaupt Chancen oder Torabschlüsse kreieren. Ich denke, über 30, das ist ein Fabelwert. Das sieht man ganz selten. Und ich gebe dir Ihnen natürlich recht, dass in der Verlängerung dieser Stammenschuss ein Standard reicht oft, dass man ein Spiel verliert, wenn man nicht selbst die Tore macht. Und trotzdem denke ich aber über beide Spiele, dass wir hochverdient aufgestiegen sind. Ich habe kurz was gesagt, das ist interessant. Ja. Heute haben wir vor wieder ein geiles neues Unterweis von Störatoren, das ist eigentlich also eine der Idee. Darauf wurde ich ja erwähnt, wo ein Schweiz der Gelesiede, wo man bach mehr hat, bis zu Hause doch hier in alle Termine ihre Gesterei treten mit euch. Da uns dann Juhar Gurgan sehr da, als die Jaxi bir gösterisi de arada etmiş birinci dəqiqədən sonra da standa edilen toplarda bəzən oyunların elde edici anını göster. Und mit dem Kader, ja, das wussten wir, dass wir das auch benötigen werden. Wir sind heute auch ein Risiko begangen, denn bei Ferdi, Teufel und Jussi, hätte ich wahrscheinlich anders entschieden. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, dass wir noch Spielpraxis sammeln in Rapid 2 oder bei uns in einem Freundschaftsspiel. Das war nicht möglich, deswegen sind wir heute all in gegangen und das ist wunderbar aufgegangen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich diese Spiele natürlich nachwechseln kann. So, die Zukunft war dann deine Mission. Herr Feldhofer, erstmal Gratulation zum Aufstieg. War das heute die beste Saisonleistung jetzt einmal von der Chancenverwertung abgesehen? Und ja, was sagen Sie jetzt schon zum nächsten Gegner, den FC Vaduz? Danke mal. Die beste Leistung weiß ich nicht, aber ich denke, die Richtung stimmt von unserer Entwicklung. Und wir wissen ja auch, und das betone ich auch immer wieder, dass uns dieser Umbruch auch noch über den Sommer hinaus begleiten wird. Man hat heute gesehen, es sind einige Spieler erst zurückgekommen. Das wird auch noch dauern, bis wir dann wieder voll bereit sind. Und deswegen ja, müssen wir da schon ganz genau hinsehen. Und ich denke, aktuell machen wir es gut mit der Rotation, denn wir haben trotz der
Treibhausbelastung so gut wie keiner verletzen. Und das war ja auch in letzter Zeit nicht immer so. Ich finde schon so deutlich im Stil an, weil in der Mandatorin gestaltet ist zum Rollen an, dass da Gerritsche ja auch schon mal bei der Technik ist, aber gut. Cevap çok sağ olun. Elbette ki bu uzun bir boşluktan sonra kifayet edildiğim için keçit merhalesi oldu ve birinci oyuncuların da dala kayıtmasıyla biz artık merkezlerimizi daha da yükseltmeliyiz. Danke sehr dafür, bitte das Mikrofon ein bisschen nach hinten zu bringen zum Kollegen. Aber jetzt schreibe ich unsere Kronen. Weil ich mal auf die Frage des Landes habe ich nach dem Spiel erfahren. Man sieht, es ist wirklich eng in Europa, also jeder kann jeden schlagen. Ich finde es einfach schön, dass wir uns überhaupt mit dem nächsten Gegner befassen dürfen. Wir hatten natürlich schon unsere Beobachter dort und haben beide Mannschaften analysieren lassen. Ich denke, wir sind gut beraten, es wieder sehr ernst zu nehmen und dann wirklich den letzten Schritt in die Gruppenphase unser Ziel zu machen. Bezüglich des nächsten Gegners, FC Bad Lustenau, ja, viel überraschend. Ja, Norbert'i rəqib komanda haqqında onu qeyd edə bilərəm ki, biz hər iki komandaya nəzər yetirmişik, bizim orada da diqqət cəlb edəcək məqamlarımız var, biz də onların üzərində işləyirik və çalışacaq ki, bütün qoyulan hədəflər yerinə yetirsin. Und was war jetzt genau das Risiko, abgesehen von der Spielpraxis von Pferde? Man vielleicht erwartet, dass er 10, 15 Minuten spielt. Ich glaube, in der 85. kommen jetzt fast noch 40 Minuten. Woran bestand dann das Risiko? Ja, genau in der Spielzeit bei Pferde. Ich habe ihm auch gesagt, nach 90 Minuten, wie es in die Verlängerung gegangen ist. Also prinzipiell war der Wechsel geplant, dass wir früher das Spiel entscheiden. Das ist uns nicht geglückt. Und mich hätte ihn auch wieder ausgewechselt, wenn er gesagt hätte, es geht nicht mehr. Das wusste er auch trotzdem. Er wollte unbedingt, das zeigt auch seinen Charakter, seine Einstellung und deswegen haben wir ihn auch geholt. Beim Jussi ist es so, dass er noch nicht sehr viele Mannschaftstrainings hat mit uns und dann weiß man, dass das Match einfach ganz anders ist und wir haben ihn sehr früh gebracht. Das war dann schon wirklich am Limit von der Belastung. Bu iki oyuncuna bağlı olaraq qəbul edən qərarın riskliyi nədən ibarət idi? Oyuncuların biri 85-ci dəqiqə daxil olub və 40 dəqiqə bundan sonra oynayıb. Cavab, əlbəttə ki, bu nəzərdə tutulmamışdı ki, oyun bu qədər uzun çəkəcək və biz bu qərarı qəbul etməyinin o riski üzərimizə götürdüyü ki, 85-ci dəqiqədə oyuna buraxılan oyuncu əgər bunu başqara bilməsəydi, biz əlbəttə ki, onu oyuna daha tez kənarlaşdıracaqdır. Dəmir Yusufla bağlı olaraq da biz onu nəzərdə tutmuşduq ki, onu daha erkən oyuna buraxaq, amma bu biraz gecikdə belə kifayət qədər yaxşı nəticə göstərdi. Danke. Gibt es noch zum heutigen Spiel Fragen? Ich möchte darauf kommen, gestern. Ansonsten haben ein paar österreichische Kollegen gefragt, ob wir noch zwei, drei Fragen zum nächsten Bundesligaspiel machen können. Das für die Kollegen, glaube ich, aus Baku eher uninteressant ist, wo man dann keine Übersetzung mehr macht. Bunca oyunla bağlı eğer siz sorularınız varsa verebilirsiniz. Yoksa kollegalar ki Bundesliga'nın geleceği oyunlarına sırf yani özlerinin daxil oyunlarına bağlı olarak sorular vermek istiyorlar. Yani böyle bir sual yoksa dann wünschen wir, hoffen, dass Sie auch sich trotzdem wohlgefühlt in Wien und bei uns im Stadion und wünschen gute Rückreise. Vielen Dank, dass Sie sich abschließt. Herr Schäf, Frau Schäfer, bitte. Und dann haben wir noch einen Anfang jetzt zum Dolmetsch. Spricht aber auch der Herr Zimmermann, Knabel, der auf der Bank, ob das jetzt vom Jussen, vom Pferde trotz Risiko mehr erwartet. Wie ist es jetzt auch gegangen? Aber was sind genau die Punkte, wenn man sich mehr erwartet hat, weil du hast den mehr offensive Alternativen gehabt? Ja, beim Pferdi ganz klar die Durchschlagskraft, dass er einfach Bälle festmachen kann, gut verlängern kann und natürlich dann, wenn man einen tiefstehenden Gegner bespielt, eher einfach da Waffen hat, die uns helfen. Wäre es vielleicht ein hochstehender Gegner gewesen, wo wir viel tiefer gesucht hätten, hinter der letzten Kette wäre vielleicht der Berni
bessere Wahl gewesen. So habe ich mich für Verdi entschieden. Und beim Jussi wollte ich einfach noch mehr spielerische Linie reinbekommen. Zuerst im Zentrum, dann über den Flügel. Und das hat dann auch sehr gut ausgesehen. Kommt zu dir, wo ich heute gerade bei Wien spielt, oder ich Marco spielt, oder Tatsch spielt. Es war der Europacup, aber was bedeutet das für Sonntag? Jetzt hat man doch viele Körner gelassen, weil es halt so ein Sieg hat Darwald, hat da angeklemmt, das war jetzt nicht eine Hitzeschlacht, aber das war sehr intensiv. Was heißt das für Sonntag? Grundsätzlich wollen wir immer intensiv spielen auf Sonntag, deswegen haben wir auch einen breiteren Kader. Ich denke, mit Erfolgserlebnissen ist das etwas einfacher und das sollte uns schon viel Schwung geben am Sonntag. Und wir haben ja super Chance, wieder die Tabellenführung zurückzuerobern. Für das kann man schon über die Grenzen gehen. Warum ist die Partie in Afrika verschoben worden? Das ist, glaube ich, auf euren Antrag gekommen. Ja, man kann das vorher auskommen. Nein, oder? Egal welcher Gegner, ich wollte einfach auch mal ein paar Tage freigeben, diesen Rhythmus. Wenn Sie sich erinnern können, war es nach dem ersten Lockdown ein unglaubliches Problem, 10 Spiele in englischen Runden zu spielen. Wir sind jetzt bei 8 und sieht alles andere als schlecht aus. Und ich denke, damals hat Rapid fast 40 Spieler oder sogar 40 Spieler gebraucht für 10 Spiele. Wir haben hier mit unserer Rotation oder unseren Plänen, glaube ich, ganz gut gearbeitet und jetzt wollen wir einfach die nächsten 2 Spiele noch bestmöglich bestreiten. Erstens Lask, dass wir wieder Tabellenführer sind und zweitens Madut, dass wir eine super Ausgangslage haben für das zweite Spiel, damit wir unsere große Zielgruppenphase erreichen. Und danach werden wir sicher Freitag, Samstag freigeben, um einfach auch einmal runterzufahren und diesen Rhythmus zu brechen. Das ist nicht notwendig, bei einem Playoff-Spiel dürfen wir von der Bundesliga das selbst bestimmen. Neue Regel, aber es ist erst oder zweite. Bitte, Nagel, hast du nichts gesagt, du hättest noch eine Frage zum Sonntag und zum Lask irgendwie. Du würdest nicht so weit gehen, dass man sagen, wie der Sieger dieser Team war vielleicht der Lask. Die haben einen guten Lauf, die haben längere Erholung. Oder hast du eben gesagt, das Erfolgserlebnis könnte das ausgleichen? Ja, ich denke, wir haben in der Liga jetzt nie Probleme gehabt, dass wir nicht frisch genug waren mit der Rotation. Das werden wir auch am Sonntag hoffentlich nicht sein. Und wenn Sie so wollen, dann kann der Lask gern Favorit sein, aber trotzdem müssen wir uns erzielen, dass wir dorthin fahren und danach der Welt fassen. Ich habe eine Frage zu einem Spieler. Ich meine, kann man jetzt schon sagen, dass der gute Burgstall genau das erfüllt, was man von ihm erwartet hat? Ist der also irgendwas, was der Engel ankert? Hat man wahrscheinlich gewusst, ja, weil er. Aber nicht nur er. Ich denke, man muss auch Marco Grill und Niki Kühn. Viele andere Mitspieler haben wir vergessen heute, dass ein 18-Jähriger von Start weg über 100 Minuten eine tadellose Leistung gezeigt hat. Wir haben den Moritz Postwald nachgewechselt. Also ich denke, wir können stolz sein auf unsere Jungen. Wir haben auch den Jonas Auer, der dann die magische Minute hatte, wo er hinten ein Monster-Tackling macht, dass er ihn wegquetscht, fair, und 40 Sekunden oder 50 Sekunden später die Miste draufgelandet gemacht und der Ferdi durch einzigartig in der Mitte tut es gegen wirklich sehr kopfverstärkte Verteidiger. Und da haben wir Qualität, das wissen wir und da können wir auch sehr flexibel dann agieren. Danke. Noch eine abschließende Frage von Herrn Huber, sehe ich da bitte auch so kontrolliert. Infos von angeschlagenen Spielern, der Justi Dem ist einmal am Boden gesessen oder ist es soweit so, dass man wieder ohne Verletzte drüber gekommen ist? Am Stand jetzt gibt es keine neuen Verletzten, aber das haben wir jetzt alle untersucht bzw. Feedback gegeben. Ich denke aber, die Stimmung ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, sehr gut in der Kabine und es herrscht schon eine Aufbruchstimmung, wo es erst jetzt erst recht gesucht wird. Schönes Schlusswort. Vielen Danke. Gratulation noch einmal. Danke fürs Interesse und ein paar von euch werden wir dann hier in Basching sehen. Und nächste Woche dann Auswärtsspiel im Fürstentum. Rückspiel dann am 25. Mal ist das rechte Kopf von 21.